Geschichte. Das ist ein völliges neues Konzept, praktisch den olympischen Segelsport zu präsentieren. Wir wissen, dass der Segelsport Schwächen hat. Er ist meistens zu weit draußen, er ist nicht publikumsnah, er ist auch manchmal nicht telegen. Also er hat eine Menge Defizite. Und genau diesen Event hier, da wollen wir praktisch die Schwächen des Segelns ausgrenzen. Wir segeln hautnah, also segeln, ich sag mal, die Boote segeln schon fast an Land. Es ist auch so gemacht, dass wir an Bordkameras haben und solche Geschichten, also auch von der Kameratechnik viel mehr reinholen können aus diesen beiden schönen Booten. Ich meine, 49er und Tornado, das ist die Formel 1 des Segelns, die spektakulärsten Boote. Und ich glaube, wir sind auch die olympische Zukunft. Und wir haben Sydney eine Menge erlebt. Sydney hat tolle Sachen gemacht, was unseren Sport betrifft. Und wir wollen einfach noch einen drauflegen. Wir haben gesehen, auch beim America's Cup durch die langen Startverschiebungen. Also viele Sachen, die einfach nicht funktionieren im Segelsport. Und genau da setzen wir jetzt ein. Wir wollen pünktlich starten, egal was der Wind ist. Also viele, wir präsentieren an sich viele Sachen, die einfach auch neu sind. Und ich glaube, es ist einfach wert, diese Sache jetzt auszuprobieren. I think we should get some very good racing with the 49ers and also the Tornadoes. It's perfect here, close to the beach, and it should be a good location to have this event. Ich finde es nicht schlecht, wenn man so ein bisschen was fürs Publikum auch macht. Und wir haben hier ganz atemberaubende Manöver von den Tornadoes und 49ern heute schon gesehen. Und es macht dann schon Spaß, so zu zeigen, was man eigentlich wirklich kann, was man ja sonst eigentlich ganz alleine draußen auf dem Wasser macht. Weil es ist auf jeden Fall ein Weg, Segeln besser an die Öffentlichkeit zu bringen und so den Segelsport ein bisschen populärer zu machen. Man muss einfach sagen, Hut ab, Volvo. In Zeiten, wo viele Leute einfach kneifen und nicht so richtig investieren wollen in einen Sport, der unheimlich viel Potenzial hat, Hut ab, Volvo, die Leute beweisen wirklich sehr viel Mut, ein solches Rennen durchzuziehen und auch ein solches Rennen hier zu veranstalten.